And they're very close to the border to Hungary. Yeah. Morning. 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 Good spots. And at the end of the day, two jeans or if you come on the bogen an or was machst du da? Durchschauen. Also wir haben jetzt unseren Stand bezogen. Wir haben einen wunderschönen Buchen- und Eichenhochwald. In der Nacht hat es ein bisschen angezuckert. Die Bedingungen sind perfekt für eine Drückjagd. Und wir hoffen das Beste. Das Treiben geht gleich los. Und ab jetzt volle Konzentration und Weidmannsheil.
das ist perfekt. 30 Meter. I shoot the front. There. Good. It's a pretty nice experience and the first time for me.
I'm happy. And the bullet is good. And the animal is dead. Perfect. Sind uns gerade von links hinten drei Frischlinge angewechselt. Das Problem war, ist an dem Stand. Er ist zwar wunderschön und man hat ein sehr großes Blickfeld. Aber natürlich, wenn wir ein großes Blickfeld haben, dann haben die Schweine auch ein großes Blickfeld. Das heißt, wir können uns immer erst im letzten Moment bewegen. Und teilweise sehen uns die Schweine auch, wenn wir uns nicht bewegen. Und drehen dann im letzten Moment ab. Darum haben wir jetzt sehr lange warten müssen, bis ich wirklich in Schussposition gehe. Die Schweine sind von links hinten gekommen. Es hat einige Minuten gedauert, bis sie dann wirklich über die Straße drüber geflüchtet sind. Es waren drei Frischlinge. Der vorderste war der stärkste Frischling. Und den ersten Frischling habe ich knapp überschossen. Und der zweite Frischling hat einen perfekten Lungenschuss und ist nach 20 Metern gelegen. So kann es weitergehen. So der erste Keiler vom Beginn des Treibens, auch ein sehr guter Schuss, ich sage ein vierjähriger Keiler, vielleicht fünf. Wildbret jetzt auch nicht so extrem stark, 85 oder 80 Kilo aufgebrochen, aber ein super Erlebnis. Gleich zu Beginn des Treibens kam der Keiler ganz alleine und habe ich auch eine super Freude damit. Natürlich der starke Keiler unten, den was wir am Schluss geschossen haben, ist natürlich sehr stark, aber ja. Habe ich auch eine große Freude und ich glaube, die Treiber wollen jetzt schon die Schweine bergen und sind schon jetzt am Arbeiten, damit wir die Schweine auch aufbrechen können und zur Strecke legen können. Super, schöner erster Tag für Carbon Fever 3. Perfekt.
So, Gott sei Dank waren jetzt die Treiber hier und haben mir geholfen, die, besonders die zwei starken Keiler zu bergen und für ein Foto super herzulegen. Es sind wirklich zwei tolle Keiler. Der Keiler von zu Beginn ist ca. 4 bis 5 Jahre alt, hätte nicht gedacht, dass er so gute Waffen hat, richtig dicke Waffen. Wirklich ein starker Keiler, auch wildbretechnisch fast stärker als der vom Schluss, obwohl der einfach uriger aussieht, dieser Keiler vom Schluss. Ich denke, der ist 5 bis 6, hat tolle Haderer, auch lange Hauer, aber nicht so dick die Basis wie der vom Anfang, aber ich bin mit beiden super, super zufrieden. Ein traumhafter Drückjagdtag, die Sonne kommt jetzt gerade noch raus, in der Früh hatten wir ein bisschen Schnee. Ja, besser hätte Carbon Fever nicht laufen können. Die zwei Frischlinge haben auch einen guten Schuss. Der Überläufer wurde von den Treibern dann gleich mitgenommen während des Triebs, darum liegt er jetzt nicht hier auf der Strecke. Und ja, so kann es weitergehen. Wir verbrechen jetzt alles noch. Die Treiber werden dann die Stücke auch hier holen, aufbrechen, dass die Sauen versorgt sind. Und morgen ist der Tag 2 für Carbon Fever 3. Und ja, nach so einem Tag 1 freut man sich natürlich auf den nächsten Tag. Bin schon sehr, sehr gespannt, was es morgen geben wird. Perfekt. Peter, ein ganz kräftiges Weidmannsheil. Weidmannsdank, hab mich sehr gefreut, zusammen da zu sein. Ne? Very nice actually to be together on experiences like that. Thank you so much. It was a very nice morning. Absolutely. Mir ist jetzt gerade ein Keiler gekommen mit einem Vorderlaufschuss. Und es war sehr eng, sehr viele Äste davor. Aber dadurch, dass es ein krankes Schwein war, habe ich jetzt versucht, durch die Äste durchzuschießen und dem Keiler einen Fangschuss zu geben. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Ich glaube, wir haben einen starken Keiler geschossen. Unglaublich. Was für ein Keiler. Ja, was soll ich sagen? Wir sitzen vor meinem absoluten Lebenskeiler. Das ist der Keiler, der wie vorhin schon erzählt, von hinten gekommen ist mit einem Vorderlaufschuss. Und ja, ich konnte den Keiler Gott sei Dank auf ca. 150 Meter durch ein enges Stangenholz einen zweiten Schuss antragen und den Keiler zur Strecke bringen. Und ja, ich bin überglücklich und ich denke, ich lasse jetzt einfach die Bilder für sich sprechen. Weidmannsdank.
Heute ist der zweite Jagdtag. Wir haben einen Superstand mit gutem Schussfeld, aber auch nicht zu frei. Wir haben kalte Temperaturen im Vergleich zu gestern. Es hat minus 4 Grad. Was den Vorteil hat, dass der Boden und die Blätter gefroren sind und wir die Schweine viel besser beim Anwechseln hören. Ich denke, das ist für den heutigen Tag ein großer Vorteil. Und ja, ich bin schon sehr gespannt und ab jetzt volle Konzentration und Weidmanns Heil. Circa 10 bis 12 Schweine angewechselt. Es war eine gemischte Gruppe mit Frischlingen und Überläufern. Ganz vorne war die Leitbache, die habe ich noch drüber wechseln lassen. Dann waren 2, 3 ganz kleine Frischlinge. Dann habe ich den zweiten Überläufer sauber erlegen können. Marcel. Ja, Waldmannstag. Ich weiß nicht, der erste Schuss war, ob der vorbei war oder nicht. Ich weiß nicht, beim zweiten Schuss war dann gut. Und vielleicht etwas hoch. Und darum habe ich dann noch einen Fangschuss gemacht. Aber liegt super. Perfekt. Ah!
bis zum Nummer. Well, it's day two of carbon fever here in Austria, and we got lucky with a little Frischling, we call it. And as it is tradition here in Germany, Austria, and basically almost all over Europe, we give this animal honor and the last bite. And we are thankful to be able to do this, and it's one of the important things actually in wildlife conservation. You have to take as many of the young ones every season to keep control of the population. So I'm very happy and very thankful for today. Thank you. Perfect shot. Yeah. Okay. Yeah, I'm okay. So. Man's Heil. Ja, Weidmanns Dank. Super. So. Super. Ja.
So, der Tag 2 von Carbon Fever 3 ist jetzt beendet. Wir hatten einen wunderschönen Trieb, konnten in Summe 3 Frischlinge erlegen und einen sehr, sehr schwachen Überläufer. Wir haben viele Sauen gesehen, leider oft ohne Kugelfang und zu weit in den Büschen. Aber ich hoffe, unsere Mitjäger haben auch coole Szenen einfangen können und auch einige Stück Schwarzwild erlegen können. Schüsse haben wir auf jeden Fall gehört und ich glaube, es war ein sehr, sehr schöner Jagdtag für uns alle. Wir werden jetzt noch Strecken legen und ein Essen zu uns nehmen und dann ist das Projekt abgeschlossen und ich hoffe und glaube, wir können sich alle auch auf einen Teil 4 von Carbon Fever in der Zukunft freuen. Ja, das ist unsere heutige Tagesstrecke. Einen Frischlingskeiler und einen Überläuferkeiler, beide mit sauberer Kugel. Und ja, ich bin sehr glücklich. Es war ein wunderschöner Jagdtag, es war sehr kalt, aber wir haben alle Chancen gut nutzen können. Und jetzt geht's zum Schüsseltrieb und zur Streckenlegung.